In diesem Video führe ich einmal die Polynomdivision durch. Bei der Polynomdivision spaltet man einfach einen Linearfaktor von einem Polynom ab und das führe ich einmal vor. Wir betrachten einmal das Polynom x hoch 3 plus x Quadrat plus x plus 1. Diese Polynomdivision kann man machen, ob der Linearfaktor drin ist oder nicht. Wenn er drin ist und wirklich abspaltbar ist, dann geht die Polynomdivision noch auf und es bleibt kein Rest. Und wir probieren das einmal aus. Und hier bei diesem Polynom, wenn man da zum Beispiel die minus 1 einsetzt, dann würde man feststellen, minus 1 hoch 3 ist minus 1. Minus 1 Quadrat ist aber plus 1, das heißt, die beiden fallen schon mal weg. Minus 1 steht hier, nochmal plus 1, das heißt, das Ergebnis ist 0. Das heißt, tatsächlich ist x gleich minus 1 eine Nullstelle des Polynoms. Und wenn das so ist, dann können wir immer einen zugehörigen Linearfaktor abspalten und der zugehörige Linearfaktor für die Nullstelle, also hier haben wir eine Nullstelle x gleich minus 1 und der zugehörige Linearfaktor hat natürlich immer das umgekehrte Vorzeichen, das ist also x plus 1. Warum? Naja, wenn ich für x plus 1, wenn ich hier für das x die minus 1 ansetze, dann kommt hier genau 0 raus. Deswegen ist das genau der Linearfaktor, der dazugehört. Gut. Wie gehen wir vor? Naja, wir rechnen x hoch 3, was hier steht, geteilt durch x, was hier steht. X hoch 3 durch x ist x². Als erster Annäherung. So, und jetzt multiplizieren wir zurück und gucken, was passiert. X² mal x ist x hoch 3, muss auch so sein. Das heißt, hier schreiben wir ein x hoch 3 hin. Das ist, wie Sie das aus der Schule kennen. X² mal 1 ist x², also schreiben wir wieder plus x² hin. Und das Ganze ziehen wir einmal ab. Wenn wir das abziehen, x hoch 3 minus x hoch 3 fällt weg, x² minus x² fällt ebenfalls weg. Das heißt, da bleibt an der Stelle nichts übrig und wir holen die nächsten Zahlen runter. Und in dem Fall jetzt das x. X geteilt durch Also dieses x hier geteilt durch dieses x ist 1. Das heißt, das Ergebnis ist 1 plus 1. Wir multiplizieren zurück. 1 mal x ist x. 1 mal 1 ist 1, also x plus 1. Das Ganze wird wieder abgezogen und alles sieht gut aus. X minus x ist 0 und diese plus 1, die wir hier wieder runterholen, minus 1 ist ebenfalls 0. Das heißt, hier bleibt nichts übrig, kein Rest, Ergebnis ist 0. Und das, was wir hier erhalten haben an der Stelle, das ist das Polynom, was man erhält, wenn man aus diesem Ausgangspolynom diesen Linearfaktor abspaltet. Das heißt, anders aufgeschrieben, das ist jetzt fertig mit der Polynomdivision. Wenn wir es umgekehrt aufschreiben, wissen wir jetzt, dass x² plus 1 mal x plus 1 gleich x hoch 3 plus x² plus x plus 1 ist. Gucken wir noch ein zweites Beispiel an, und zwar jetzt das Polynom x hoch 3 minus 6x² plus 11x minus 6. Hier möchte ich auch wieder einen Linearfaktor abspalten. Dieser Linearfaktor soll auch drin sein, das heißt, ich gucke einfach mal, was passiert, wenn ich 1 einsetze. Wenn ich 1 einsetze, steht hier 1 minus 6. Minus 6 ist minus 12, plus 11 macht also 0. Das heißt, x gleich 1 macht dieses Polynom zu 0, ist eine Nullstelle des Polynoms. Und das heißt, ich kann den zugehörigen Linearfaktor x minus 1 abspalten. Sollte immer, es geht dann immer auf, muss dann aufgehen. Das heißt, ich teile hier durch x minus 1 und gucke, was passiert. Gleiches Vorgehen wie eben, x hoch 3 durch x ist x². Ich multipliziere zurück, x² mal x ist x hoch 3. X hoch 3 mal minus 1, also diese minus 1, x² mal minus 1, diese minus 1, das ist minus x². Das Ganze wird von oben abgezogen und da gilt x hoch 3 minus x hoch 3 ist 0. Minus 6x² minus minus x², also
plus x Quadrat sind 5 minus 5x Quadrat. Das heißt, was an der Stelle übrig bleibt, sind 5x minus 5x Quadrat. Und wir machen weiter. Minus 5x Quadrat geteilt durch x sind minus 5x. Wir multiplizieren zurück. Minus 5x mal x sind minus 5x Quadrat. Also minus 5x Quadrat. Und es geht weiter mit minus 5x mal minus 1 sind plus 5x. Also plus 5x. Und das Ganze wird wieder abgezogen. Das heißt, Klammer drum und ein Minus davor. Und wir rechnen. Minus 5x Quadrat minus minus, also plus 5x Quadrat, ist 0. Und plus 11x minus 5x sind 6x. Das heißt, hier stehen 6x. Wir rechnen wieder 6x durch x sind 6, also plus 6. Multiplizieren zurück. 6 mal x sind 6x. Also stehen hier 6x. Und 6 mal minus 1 ist minus 6. Also minus 6. Das Ganze wird wieder abgezogen, also eingeklammert und Minus davor. Und wir stellen fest, 6x minus 6x ist 0. Minus 6 minus minus 6, also plus 6, ist auch 0. Das heißt, die Polynomdivision geht wieder auf. Und wir haben oben das entsprechende Restpolynom stehen nach Abspaltung des Linearfaktors.